Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tom und heute wollen wir über diese Tattoo-Maschine hier sprechen. Wie ihr schon sehen könnt, es handelt sich hier um die Yilong, und zwar um die Yilong F3. Ich hoffe, ich spreche das auch so richtig aus. Ich habe diese Maschine zugesandt bekommen zum Testen, zum Ausprobieren und soll dann auch darüber berichten. Das tue ich auch in diesem Fall. Es gab schon einige Maschinenhersteller, die mir ebenfalls Maschinen zugeschickt haben, wo ich kein Video dazu gemacht habe, weil ich einfach sage, mit der Maschine komme ich überhaupt nicht klar, die Maschine ist überhaupt nichts für mich. Kann ich auch nichts Positives darüber sagen. Diese Maschine hier, darüber möchte ich aber doch mit euch sprechen. Und zwar ja, vom Aufbau, was gibt es zu sagen? Sie schaut relativ ähnlich aus wie die Mustfold Pro. Vom preislichen Aspekt her liegen wir bei dieser Maschine so um die 170 Euro. Entweder man kauft sie direkt bei denen auf der Seite oder man kann sie über Alibaba bestellen. Ich habe bis dato noch keine großen Erfahrungen gemacht jetzt über Alibaba. Ich habe glaube ich nur einmal bestellt, also ich habe auf jeden Fall dann nochmal Steuern mit drauf bezahlen müssen. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Und ansonsten zur Maschine selber, ja. Sie sind eigentlich jetzt mittlerweile alle ähnlich aufgebaut. Sie haben alle einen austauschbaren Akku. Das heißt, auch hier kann ich durch Magnet einfach diesen Akku zusammenstecken und dann sollte die Maschine funktionieren. Ich muss jedoch dazu sagen, ich habe da zwei Maschinen bekommen. Die erste Maschine war leider schon defekt. Und zwar hat hier auf jeden Fall der Akku schon nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich habe die Maschine angemacht und wollte sie laufen lassen. Es hat nur das Display aufgeleuchtet, die Maschine hat aber selber nicht gestartet. Und das war schon der erste Fehler. Dann habe ich natürlich gesagt, hier lasst es gut sein, möchte ich gar keine neue mehr haben. Sie haben mir aber trotzdem nochmal eine zugeschickt gehabt. Ich habe dann die zweite Maschine ausgepackt, die Maschine hat ganz normal reibungslos funktioniert. Ich habe mir das Ganze dann auch mal angeschaut, was da der Fehler sein hätte können. Und zwar habe ich hier innen drinnen dann so Verklebungen gesehen, die vielleicht dafür sorgen, dass, wenn man diesen Akku einsetzt, das Ganze keinen richtigen Kontakt hatte. Ist natürlich ärgerlich, wenn du dir eine Maschine kaufst und sowas passiert, aber nichtsdestotrotz kann sowas natürlich durchaus mal vorkommen. Sollte natürlich vom Qualitätsmanagement her schon geprüft werden. In dem Fall hat sie funktioniert und dann bei einer kleinen Bewegung hat sie nicht mehr funktioniert. Die zweite hat aber dann reibungslos funktioniert. Ja. Mit der zweiten Maschine habe ich dann auch auf jeden Fall tätowiert und habe sie mal ausprobiert. Es ist natürlich für mich jetzt relativ schwer, da eine reine positive Bewertung abzugeben, weil ich natürlich die Must Racer gewohnt bin und die Must Racer für mich einfach meine absolute Lieblingsmaschine ist. Sie ist klein, sie ist handlich, sie wiegt kaum etwas und sie hat eine Menge Power, also für mich auf jeden Fall optimal. Für Anfänger natürlich in meinen Augen nicht ganz geeignet, weil sie einen sehr hohen Hub hat von 4 mm und für Anfänger kann das natürlich durchaus schwierig sein, damit zu arbeiten, weil die Farbe einfach, ja, du kannst die Haut damit zu sehr zerstören, die Farbe geht sehr schnell in die Haut und so weiter und man muss wirklich mit Vorsicht an die Sache rangehen, man darf nicht zu oft drüber tätowieren und so weiter und so fort. Bei dieser Maschine hier haben wir jetzt aber den Vorteil, dass wir wieder einen einstellbaren Hub haben, und zwar von 2,3 bis 4,5. Kann man einfach durch Drehen einstellen. Und ansonsten haben wir hier auch nochmal einen Ersatzakku mit dabei. Das Display, ja, ist ein ganz normales aufgebautes Display. Man sieht, wenn die Maschine läuft, durch das, dass sich dann hier diese einzelnen Farbelemente bewegen. Man kann die Volt einstellen, man sieht die Zeit, man sieht, wie viel Akku das noch drauf ist. Also alles ähnlich wie bei der Must Fold Pro oder bei den anderen Must Fold Modellen. Hier haben wir natürlich nur den Vorteil, dass sie bis 4,5 mm Hub geht. Die Must Fold Pro geht nur bis 4,2 mm. Also nochmal etwas mehr Power. Die Maschine selber an und für sich ist allerdings etwas lauter, wie jetzt zum Beispiel die Must Fold Pro. Und ich muss tatsächlich sagen, zum Arbeiten selber, wenn ich jetzt noch keinerlei Erfahrungen mit Maschinen hätte, dann würde ich damit auf jeden Fall arbeiten, ganz normal können, das ist kein Problem. Nachdem ich aber jetzt schon sehr viele Maschinen getestet habe, würde ich sie jetzt nicht als meinen Favoriten empfehlen. Sie ist auf jeden Fall vom Aufbau, vom Design und so weiter, absolut kann sie mithalten mit der Must
Und ich finde sie auch so sehr solide und schön gehalten. Man kriegt hier noch ein extra Etui mit dazu, wo man seine Sachen dann immer wieder reinstauen kann, wo man seinen Akku mit drinnen hat. Und das finde ich hier auf jeden Fall ein bisschen schöner gelöst. Vom Design, von der Verpackung und so ist es meiner Meinung nach gut gemacht mit der Tasche. Ist es aber auch nicht zwingend erforderlich. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass man die Maschine hat, dass man mit der Maschine effektiv arbeiten kann. Man kann mit dieser Maschine arbeiten, allerdings finde ich sie trotzdem nach wie vor nicht so gut wie die meisten Maschinen. Ich wollte euch das jetzt nur einfach mal vorstellen, damit ihr einfach mal sehen könnt, dass es auch noch andere Hersteller gibt, dass man vielleicht auch mal andere Hersteller erwähnt, dass es überhaupt noch ja, die Möglichkeit gibt, sich andere Maschinen zu kaufen und wie die denn überhaupt so vom Grunde her sind. Also wie gesagt, man macht jetzt nichts falsch, wenn man diese Maschine kauft. Man kann sie auf jeden Fall kaufen. Ist soweit eine gute Maschine, wenn sie dann funktioniert. Die erste hat eben, wie gesagt, leider nicht funktioniert, aber gut, sowas kann immer mal vorkommen. Die zweite Maschine hat, wie gesagt, reibungslos funktioniert. Man kann alles damit machen. Es hat alle Einstellmöglichkeiten funktioniert. Nichtsdestotrotz ist sie mir aber leider etwas zu schwer im Verhältnis zu meiner Must Racer. Und deswegen fliegt sie bei mir raus. Also ich werde sie nicht weiterhin benutzen, aber gerade für Anfänger und so mit einem kleinen Budget, die sagen, hey, ich möchte einen einstellbaren Hub haben, durchaus lukrativ. Muss jeder für sich selber entscheiden. Also es ist kein absolutes No-Go, aber sie kriegt natürlich von mir jetzt auch keine absolute 5-Sterne-Bewertung. Ja? Nichtsdestotrotz, ansonsten denke ich, gibt es jetzt darüber nicht mehr weiter viel zu sagen. Vielleicht interessiert euch ja noch das Gewicht und so und die Größe. Wir haben jetzt hier eine 3 cm Durchmesser, das ist eigentlich so die gängigste Durchmesserzahl, was die Maschinen so derzeit haben. Eine Höhe hat sie von 14 cm, ist normalerweise auch noch relativ human. Ja, also meine Must Racer hat glaube ich 10 oder 11 cm, das ist halt absolut Highlight, da kommt natürlich keine andere Maschine ran, aber ansonsten sind die von den Größenverhältnissen her relativ gleich. Ja, was haben wir noch? Ansonsten steht nicht mehr so viel weit mit dabei. Gut, dass es ein OLED-LED-Display hat und so weiter. Das ist jetzt alles relativ unwichtig, denke ich. Das tut es nicht zur Sache. Wichtiger ist, dass man mit der Maschine arbeiten kann. Das kann man auf jeden Fall von der Robustheit und von dem ganzen Aufbau, wie sie funktioniert und wie sie sich bewegen lässt, ist sie sehr streng, also sie wirkt wirklich kräftig, also man muss schon Kraft aufwenden, um die einzelnen Elemente zu bewegen. Das finde ich zum Beispiel bei der Must Fold Pro etwas besser. Da ist es leichter zum Bedienen und ja, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste, also ich würde mich auf jeden Fall dann eher für die Must Fold Pro entscheiden, als wie für diese Maschine hier. Aber nichtsdestotrotz wollte ich sie euch einfach mal zeigen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt wieder einen nützlichen Tipp von mir bekommen und freue mich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.